aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 19. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal versehentlich in der 17 gesagt haben. So, wie ihr wisst, wir waren auf dem Hof angekommen und wollten uns das Ganze mal angucken, was es hier zu sehen gibt, ob wir irgendwas geerbt haben. Was ist das denn? Getreide, Dünger, Saat. Hülle, Dünger. Was ist das hier? Okay. Kompostmaster, Organic Waste Crusher. Ja. Ja. Allerdings sieht das Ganze sehr leer aus hier. Ich kann sagen, offensichtlich haben sie die ganzen Maschinen noch irgendwie zu Geld gemacht, aber hier ist dann auch was. Das ist ein Mähwerk. Muss ja nicht unnötig offen stehen. Genau. So, Mähdrescher. Was ist denn dein Mähwerk? Alter, und draußen ist wieder ein Lärm. Zustand ist der Waffen. Läuft sogar, perfekt. Aber irgendwie fehlt das Mähwerk von dem Ding. Dann werden wir wohl fertigen und einen neuen kaufen. Alter, machen die einen Krach. Den Abland hat er ja nicht mehr. Alter, Verwalter. Zu die Tür. Ach, ja, okay. Es scheint. Scheint aber hier noch weiter zu gehen tatsächlich, als wenn uns das Ding da auch noch irgendwie gehört. Okay, wir gehen mal ins Haus. Tür steht offen. Oh, Küche. Dann rufen wir es noch an. Sehr schön. Hier der Flur. Zimmer. Ist geil, man kann hier überall wieder rein, aber auch mit Booster von ACDC. Hey, hier ist unser Computer. Toilette ist sauber, alles klar, das ist wichtig. So. Oben auch. Das ist aber oben ein schönes Leben. Man kann hier in jeden Raum rein. Wie geil ist das denn? Ein Bad. Gästezimmer oder sowas, oder? Ja. Paar schläft noch weit auseinander, genau. Ja, ich bin ja nicht verheiratet, daher.
das hier schön. Hier kann man hier rein, okay. Aber ansonsten ist das Haus voll begehbar, ne? Das finde ich gut. Okay. Mit anderen Worten, wir haben nichts. Hühner. Dieser Schuhwagen, Alter, was gehört denn nicht? Komm, 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 irgendwie. Texturen sind manchmal etwas unsauber, ne? Scheint aber uns zu gehören, tatsächlich. Oh, fast. Was sind das hier für Kühe, für Schweine oder für was ist das? Da ist ja gar nichts, na, das kann ja lustig werden. Das andere da gehört dem Nachbarn. Ja, siehst du. So sieht's aus. Den ganzen Kram hier verkaufen. Nein, wie gesagt, das auf der Gegenseite wird auch noch mittags. Dann. Wäre es ja Wahnsinn. Hier werden jetzt nämlich auch Maschinen gemacht. Tatsächlich. Ein paar mehr.
Ja, ich muss mir diese Erbschaftsunterlagen alle nochmal durchgucken. Und dann wäre das ja eine schöne große Länderei, ne? Futtermischhalle. Also mit dem Mähdrescher konnte man ja fahren. Das hat funktioniert. So. Hier kann man jetzt natürlich mal gucken, ob wir mit dem Zeug, was hier so rumsteht, auch was haben. Pass auf, wir testen das mal. Ja, jetzt nicht mit dem Abstand. Ja, da muss ich dann mal noch mal genauer auf die Suche gehen, wo das ist.
gesagt, hier können wir nochmal reingucken, weil irgendwie vermisse ich das Mähwerk von dem. Also müssen wir sowieso gucken, was wir hier machen. Also den ganzen Scheiß abreißen. So, hier hinten ist auch noch irgendwie eine Maschinenhalle oder sowas. Ich bin so ein bisschen überfordert, muss ich sagen, weil dieses ist mir eigentlich eine Nummer zu groß. Hier sind wahrscheinlich dann die Schweine. Die jetzt nicht mehr. Okay. Du nimmst auch noch eine Schweinestall, aus, würde ja so passen, ey. Alte Maschinen rum. Ja. Das Mähwerk ist, weiß ich trotzdem nicht. Okay. Scheint dann wohl bei uns zu uns dazu zu gehören, inklusive Zigarettenautomat. Und das hier hinten natürlich auch. Da waren wir so falsch doch nicht vorhin. Wahrscheinlich auch alles für Schweine. Gut. Die Frage ist jetzt, was macht man? Also erstmal muss dieser Mähdrescher weg. Denn dem Bruder, wenn wir es auf dem Mähwerk dazu kaufen.
Okay. Ja, hätte man jetzt auch einen Kompagnon, dann müsste man wahrscheinlich schon was passiert. Als Silo, doch ne, Quatsch, für diesen, oder? Nicht Bauer Erbenhof, ganz toll. Und wo ist der Rest der Verwandtschaft? Das ist alles ganz schön riesig. Okay, wie dem auch sei, wir haben das Ganze hier mal erkundet. Ich muss mal überlegen, was wir hier anstellen. Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Und dann sehen wir uns, ich denke mal wieder. Ich muss auch mal sehen, ob ich diese Map hier weiterspiele. Sieht eigentlich ganz nett aus, wenn man sich mal anguckt. Und ich glaube, die Felder 3, 4 und 5, das dürften, und die 2, das dürften unsere sein. Könnte unter Umständen mal rüberlaufen, natürlich. Sehen wir es ja, ob das unser Eigentum ist oder nicht. Direkt zu tun, ne? Ja, genau. Das sind also unsere. Das heißt, das ist gedüngt, gar nicht. Da ist kein Unkraut. Da müsste jetzt Kalk drauf. Mit anderen Worten, wir brauchen eine Menge Kohle. Also brauchen wir eine Bank. Auf den Feldern ist wahrscheinlich insgesamt überhaupt nichts drauf. Ne? Die sind leer. Klar. So, hier ist der Feldweg. Raps ist hier drauf. Der könnte runter, genau. Okay. So, was haben wir hier? Sojabohnen, die könnten auch runter.
Da hinten noch mal irgendwo, wa? Schöne große Anlage zum Schweinezüchten. So, hier ist wieder eine Spruch, ne? Gehört mir. Das nichts aber gerade nicht kalt. Alles klar. Und dann mal zum Hof zurück. Dann würde ich sagen, ich muss mal gucken, was wir an Maschinen noch haben. Das mache ich offline. Dann müsste ich zur Bank und sehen, dass wir einen Kredit bekommen für die fehlenden Maschinen. Und das ist ja ein bisschen was, was uns jetzt noch fehlt. Wir müssen Kalk ausbringen auf jeden Fall. Ich kann natürlich auch erst in dieser Felder abmähen, weil ich mich nicht frage, wo das Mähwerk ist. Ich kann generell ein anderes Gerät abholen. Den wirklich verkaufe. Das war unsere Maschine 9. Müssen wir den nochmal angucken. Eigentlich müsste man doch hier auch schneller unterwegs sein, wenn man diesen Mannequin ist. Das schläft hier ein beim Laufen. Sollte ich mir vielleicht ein Fahrrad zulegen, was ich hier über mich rufe. Man kann das Ganze auch nicht jedes Mal umbauen. Zu Fuß geht es ein halber Tag rum. Aber ich glaube, das Ernten, das werde ich dann tatsächlich selber machen. Denn Helfer dafür, dann wird es teuer. Ein paar Einstellungen hier vornehmen am Spiel. Ach, ist das einsam hier. Ich kann mir schon vorstellen, im Multiplayer macht das ein bisschen mehr Spaß. Gute Frage. Gucken wir doch mal eben beim Händler. Maschinen. Baumwolltechnik, Rübentechnik. Mähdrescher. Den haben wir. Oh, wir kaufen hier so einen hier. Hat 5.000. Das Ding hat aber... Wie viel haben wir denn überhaupt? Ich mal gucken. Gut. Escape. Ich muss noch was. RSM 161. RSM 161. Der hier. 299.000. Größer ist nur noch der John Deere. Der kann also eine Menge. Mit Erdmaschinen angeben. Zusätzlich wird noch ein passendes Schneidwerk. Genau. Und das Schneidwerk, das ist das jetzt eigentlich, was uns fehlt.
Schneidwerke. Kann ich das dicke Ding hier eigentlich nehmen, wa? Case New Holland. So. Dreschen, was können wir damit? Roggendinkel, ja. Wenn man jetzt auch sehen könnte, was er eigentlich was sein soll hier mit den Symbolen, ne? Ich brauche da mal so ein Poster zu, glaube ich. Stream 500. Nee, dann nehmen wir schon den 900er, ne? Wenn dann richtig. Okay, aber wie gesagt, dafür braucht es jetzt erstmal Geld. Und dann muss ich's. Und dann muss ich gucken, ob es funktioniert. Okay, in diesem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen. 95.000 kostet der. Kriege ich da was für, wenn ich den verkaufe? Der kostet nur 35. Tauschen wir den aus. Mal gucken, ob ich den Woody verkaufen kann. Und dann kaufe ich mir hier so einen Ram. Der ist, glaube ich, ganz gut. Okay, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und über neue Abos. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Und ich schätze, bis dahin bin ich vielleicht auch mal bei der Bank gewesen. Und gucken wir mal, was wir dann dort schaffen. Macht's gut. Ciao, ciao.